50 Euro, wenn du Sandra also direkt killst. Ich bin wie so ein Trüffelschwein. Ich hab's gesehen, du kleiner Wichser. Und das war ein... Lukas! Schallast's komplett jetzt bei dir! Ey, wirklich, boah. 50 Euro donated gerade. Ehre. Ich steck fest. Du bist ja auch schon da. Oh no. Ich bin dumm. Du wolltest doch Wolle haben. Ja, dafür sind wir ja dahin gefahren. Was hältst du davon? Ja. Wenn wir ein Schaf mitnehmen. Ja. Ich habe jetzt extra ein Schaf mitgenommen, das gerade gemacht, damit wir ihr Schaf bei uns auf die Insel packen können. Und dass die dann, dass wir dann das Schaf nachher Jeb nennen können. Und dann machen wir das so regenbogenmäßig, wisst ihr? Weißt du, was du machen könntest? Du bräuchtest eigentlich ein zweites Schaf, Sandy, damit du die beiden paaren kannst und dann hast du immer mehr Schafe, weißt du? Ja, nee. Soll ich dir einen Kompass geben und ein Boot und du suchst dir auf der Insel hinten noch das zweite Schaf? Ja, dann gib. Also Leute, meine Prank-Idee ist, dass ich Sandras Haus komplett abbaue und einen Block weiter nach rechts setze und dann schauen wir, ob es ihr auffällt. Ich stelle Zeit mehr, Leute. Ich muss es jetzt so lassen. Wir lassen es jetzt so. Wir schauen mal, ob sie es merkt. Weil wenn sie reingeht, es ist schon ein bisschen anders. Sie hat hier mehr Platz, aber das hier ist gleich, das ist gleich. Und wir haben jetzt quasi Sandras Haus genommen und verschoben einfach. Eine Ewigkeit später. Luca? Was? In meinem Haus gemacht. Was soll ich an deinem Haus gemacht haben? Das ist anders. Wieso ist das anders? So, alles gleich. Nein, das war nicht so gut. Oh ja, du hattest vorher auch schon nichts in den Kisten drin, falls du das meinst. Nein, das sah anders aus. Du hast ganz sicherlich nichts an meinem Haus gemacht. Nein. Ich habe übrigens, Leute, wurde ich auf TikTok markiert, wie ich quasi, dass keine Monster mehr kommen. Und das mache ich heute. Ich brauche ungefähr 600 Lampen. Oh, Fackeln, damit keiner mehr kommt. Warum denn 600 Fackeln? Das wirst du schon früh genug erkennen, was ich da vorhabe. Und während Sanna sich da ihre komischen Fackeln macht, werde ich jetzt den Jeb-Prank machen. Hast du mal wieder die Schafe geschert? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Jetzt mache ich hier den Prank mit Jeb und sie sagt, sie hat keine Zeit, um sich die Schafe anzuschauen und zu scheren, weil sie ihre verdammten Fackeln hier überall hinsetzen muss. Weil so kommen die nicht. Die werden trotzdem kommen, einfach von werden woanders. Werden sie nicht. Ich werde mein komplettes Haus umzingeln und auch auf dem Weg. Sandra! Ja? Pack deine hässlichen Lichter von meinem schönen Weg weg. Von meinem Hauseingang darf alles sein, was ich will. Was ist denn das? Sandra! Schutz! Warum? Das habe ich auf TikTok so gesehen. Wieso ist unser Schaf wechselt die Farbe? Sandra, was hast du gemacht mit dem Schaf? Das warst du! Was soll ich denn machen, dass das die Farbe wechselt? Das warst einfach nur du! Hä? Was soll ich denn da machen? Nein, das hast du jetzt nicht gemacht! Du baust nicht noch mehr von diesen hässlichen Fackeln dahin! Ich will die auf meinem Dach haben! Sandra, findest du wirklich, dass das hier schön aussieht? Ja! Es geht hier nicht um Schönheit. Minecraft ist ein Überlebensspiel. Der Typ hat bestimmt nicht sein ganzes Haus vollgeklatscht damit. Doch. Ja, hat er auch gezeigt, was da nach einer Zeit passieren kann? Nein. Ja, dass das Feuer überschwappt. Idiot, ey. Nee, das hat keiner. Deswegen, nicht auf den Weg. Ich will nicht, dass mein Weg anfängt zu brennen oder mein Haus. Guck mal, ich kann da durchlaufen, passiert nichts. Wir tun jetzt so, als ob das Feuer von den Fackeln rübergekommen ist auf ihr Haus. Der auf TikTok hat noch mehr gemacht. Wer gefragt hat. Was war das? Oh mein Gott. Ich sag's doch. Ich muss in mein Pool. Das wird jetzt immer wieder passieren. Du warst das. Das wird jetzt immer wieder passieren. Wird's nicht. Geh mal weg von meinem Haus! Geh mal weg! Sandra, ich versuche es! Okay, ich versuch's so zu löschen! Ich hab's gesehen! Du legst das Feuer! Du
nicht mal mehr ein Haus. Ja, meine Bruchbude. Das kann genauso bleiben. Also habe ich Bruchbudenverbot. Oh mein Gott. Gib mal meinen Wassereimer wenigstens zurück. Das ist deine Schuld. Gib mal meinen Wassereimer wenigstens zurück. Hab keinen mehr. Wieso hast du den verloren? Wie habe ich denn gebraten? Nein, ein Dings ist gestorben, Sandy. Das ist mir sowas von egal. Ein Schaf ist gestorben. Ich hatte gebratenes Hammelfleisch. Du weißt nicht. Du solltest lieber rennen. Ich sehe dich überall! Das war der größte Fehler deines Lebens! Glaub es mir! Du machst mich zum Mann! Jetzt hat's Angst! Dein Haus wird gleich brennen! Glaub es mir! Ich hab ihr gesagt, ich habe es gesagt, Leute. Wenn sie diesen Papagei töten wird, ist für mich alles egal. Luca! So, das ist Lukas Gesicht, ne? Das ist Lukas Gesicht, ne? Stellt euch das imaginär vor. So machen, Digga! Habt ihr das alle gesehen? Genauso würde ich mit seinem Kopf jetzt machen, wäre ich noch in Köln. Ist bei dir eigentlich irgendwie St. Patrick's Day heute? Ja, Sandy muss den Papagei holen und ich baue alles wieder auf. Das war der Deal, ja. Deswegen, Sandy, schnapp den Kompass, fahr in den Dschungel. Oh mein Gott. Hast du einen? Komm schnell, komm schnell. Ja, warte, ich bringe Samen mit. Muss kurz was essen. Bello 2.0! Er ist da! Geil, einfach geil! Lana, hier ist ein zweiter Papagei! Hier ist ein zweiter Papagei, ein grüner, oh, komm! Mama, wo bist du denn? Komm hier um die Ecke! Spring ins Wasser, spring ins Wasser! Ja! Yeah! Schau dich das an, wir haben beide einen Papageien. Du nennst deinen Bello, ich Bella. Okay. Und da haben wir wieder unseren Bello. Als wenn nie etwas passiert wäre. Sandras Haus steht mehr oder weniger wieder. Guck mal, ich zeig dir mal eben kurz in dein Haus. Ich hab's jetzt erstmal so gemacht. Mhm. Grob ist alles wieder da. Ich habe dir hier einen Durchgang gemacht zum Schafsding. Ja, hatte ich auch. Die anderen Schafe wieder reinmachen. Hier habe ich das jetzt mal komplett zugemacht und den Katzenstall weg. Denn jetzt kann man von hier halt einfach rein, weißt du? Ja, wo ist mein Pferdehof? Noch nicht da, alles klar. Dann habe ich uns hier so einen kleinen Whirlpool gemacht. Und Stall bin ich jetzt, wie gesagt, noch nicht zugekommen, weil da werde ich jetzt mich mal ein bisschen informieren, was man da machen kann, weil halt 94% meinen, wir sollen einen neuen Stall bauen. Ja. Aber gut, Leute, an der Stelle würden wir dann tatsächlich den Stream für heute auch beenden. Also Leute, Kuss, Dankeschön für euren Support, Dankeschön für den extrem geilen Stream, für den extrem lustigen Stream. Wir sehen uns die Tage wieder. Folgt mir am besten einfach auf Twitch hier. Ist kostenlos und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Haut rein!